Grüß Gott zu einer weiteren Folge von TV Medicus, unserem großen Gesundheitsmagazin auf Express TV, auf Express.at. Ja, wir sprechen ja nicht nur über die großen und kleinen Beschwerden, die uns täglich zwicken oder hoffentlich uns verschonen, sondern auch darüber, ja, wie sich die Politik um unsere Gesundheit kümmert und was die Politik richtig macht oder auch nicht so, zumindest nach unserer Sichtweise. Und da freue ich mich ganz besonders, Dr. Markus Franz, Facharzt für Innere Medizin, dass Sie wieder mit dabei sind. Grüß Gott. Guten Abend. Herr Doktor, wir haben ja eine sehr interessante Situation, die groß angekündigte Panik-, Horror-, Wahnsinns-Hysteriewelle mit Corona bleibt uns, klopfen wir auf Holz, derzeit erspart. Die Zahlen sind sehr niedrig, Gott sei Dank. Und da hat ja auch der Wiener Bürgermeister, aber auch andere haben schon gesagt, oh mein Gott, da kommt jetzt die Riesenherbstwelle, die uns da niederraffen wird und da muss man sich impfen lassen. Ja? Und jetzt gibt's, und das haben Sie uns mitgebracht, ein Plakat, das da doch ein bisschen emotionalisiert, nämlich dieses hier. Warum eigentlich hat Sie das geärgert? Das hat mir aus einem ganz besonderen Grund geärgert, weil erstens einmal das ja im weitesten Sinne Werbung für ein Arzneimittel ist. Das ist immer ein bisschen heikel. Und es geht hier um eine Vorbeugung und da, mit diesem Plakat, wird speziell eine Personengruppe adressiert, die die Vorbeugung, nämlich die Impfung, eigentlich am allerwenigsten braucht. Das sind nämlich die jungen Leute. Das wird suggeriert, dass junge Leute hier ganz glücklich sind und gleich verliebt sind miteinander oder ineinander, wenn sie sich impfen lassen und nie Long-Covid kriegen werden. Mhm. Dazu muss man wissen, dass die Jugendlichen die Gruppe sind, die das geringste Erkrankungsrisiko überhaupt haben, neben den Kindern. Das heißt also, sich gezielt an die zu wenden, ist aus meiner Sicht zumindest erklärungsbedürftig, ja. Weil ja auch die jungen Burschen, und da ist ein junger Bursch abgebildet, das höchste Risiko durch die Impfung haben, an einer doch mitunter recht schweren Herzmuskelentzündung zu erkranken. Das heißt, das ist ja wirklich fragwürdig, diese Impfkampagne, und ich frage mich, warum macht die Stadt Wien das? Also ist ja nicht nur falsch, dann, sondern auch teuer. Wir wissen ja, das kostet sein Geld. Und da steht ein Satz dabei, der mich auch schon stutzig gemacht hat, wie ich vorbeigefahren bin an so einem Plakat. Impfen dauert nur eine Sekunde, Long-Covid dauert Jahre. Jetzt ist aber doch ja bekannt, dass man auch geimpft an Corona erkranken kann und natürlich auch Long-Covid bekommen kann. Das ist ja falsch, die Aussage. Die Aussage ist falsch, weil wir wissen ja noch gar nicht, wie lange Covid wirklich dauert, weil wir ja nicht einmal nur eine medizinisch exakte Definition von Long-Covid haben. Mhm. Wir wissen, das gibt es. Es gibt längerfristige Auswirkungen durch die Infektion, durch die Erkrankung. Wir haben aber keinen wirklichen Marker, keine Labormarker, die diese Erkrankung beweisen können. Wir haben klinische Symptome, die darauf hinweisen. Das gibt es bei vielen anderen viralen Erkrankungen auch. Und zu behaupten, Long-Covid dauert Jahre ist vermessen, weil wir kennen Covid ja erst seit zweieinhalb, drei Jahren jetzt und wir wissen noch gar nicht, wie lange so etwas wirklich dauert. Die gängige Definition aus jetziger Sicht ist, dass man Beschwerden länger als 12 Wochen hat. Die Menschen gibt, das kann man nicht kleinreden, es gibt diese Long-Covid-Erkrankung, Post-Covid-Syndrom mit ganz verschiedenen Symptomen, aber man kann nicht sagen, dass Impfen das definitiv verhindert. Es gibt zwar Hinweise, dass wenn man geimpft ist, dass man weniger oft Long-Covid bekommt, da gibt es Studien dazu, die sind allerdings zum Teil methodisch echt mangelhaft. Da gibt es eine große Studie, da wurden über 70.000, knapp 80.000 Covid-Infizierte danach befragt, ob sie Symptome haben im Sinne von Long-Covid. Der Rücklauf dieser Befragungsbogen war aber nur bei 3,5%. Mhm. Das heißt, 97% haben überhaupt nicht einmal geantwortet auf die Befragung. Und aus diesen 3,5% Rücklaufquote hat man dann konstruiert, aha, das wirkt gegen Long-Covid. Und das ist meines Erachtens fragwürdig. Ja, mich hat auch ein bisschen gestört, wie ich das erste Mal gehört habe. Das ist irgendwie so, ja, und wenn ich mich impfen lasse, dann habe ich Glück in der Liebe und eine funktionierende Partnerschaft auch, so suggeriert ja dieses Bild, so ein Amore-Booster, dass ich da hier ja mich auffrischen lassen soll und ja, jetzt noch einmal einen Booster mir geben lassen kann, damit dann das Privatleben funktioniert. Also es ist doch irgendwie seltsam, dass man zu solchen Mitteln greift, genauso wie diese neue Kampagne mit diesen Sprüchen, die ich auch sehr seltsam finde. Warum kann man das nicht auf eine ganz seriöse, trockene Art machen?
Das frage ich mich auch, weil bei anderen Impfstoffen macht man das ja auch. Abgesehen von der Zeckenimpfung, da hat es auch immer wieder mal so den großen Zecken gegeben, der von der Plakatwand herunterlacht und böse schaut. Okay, aber die Zeckenimpfung ist eine sehr lange erprobte Impfung. Da weiß man sehr viel darüber, da weiß man sehr viel, dass sie gut wirkt und da weiß man sehr viel über die geringen Nebenwirkungen, also die extrem geringe Nebenwirkungsrate. Das weiß man ja hier alles nicht. Ja. Wir behaupten hier, beziehungsweise wird behauptet auf diesem Plakat, Long-Covid dauert Jahre. Wir wissen aber nicht, was in einigen Jahren mit den Impfnebenwirkungen sein wird, weil diese Impfung ja eine völlig neue Impfung darstellt. Das heißt, es wird auf einem völlig neuen pharmakologischen Weg, auf einem immunologischen Weg etwas mit Körpern gemacht, wo wir nicht wissen, was am Ende dabei herauskommt. Wir haben zwar Daten und Hinweise, dass ein schwerer Verlauf durch die Impfung abgemildert werden kann, aber wir können die Infektion definitiv mit der Impfung nicht immer verhindern. Es wird zwar ein bisschen geringer, das Risiko, sich zu infizieren, aber wir wissen langfristig überhaupt nichts, weil es die Impfung eben erst seit zwei Jahren gibt. Daher jetzt herzugehen und die jungen Leute zu adressieren mit Impfungen und die, denen das weiß zu machen, das ist alles happy peppy, easy cheesy und es ist fast wie eine Liebesaffäre oder das Liebesglück mit der Impfung zu erreichen, das ist zumindest unseriös. Sie haben ja tolle Praxis. Was ist da jetzt so momentan der aktuelle Stand? Wie viele Leute kommen da jetzt eigentlich noch zum Impfen? Ist es jetzt so, dass man sagt, okay, das ist jetzt bei der Risikogruppe angekommen, da kommen die, die es wirklich brauchen, oder ist es schon nur ein Diskussionsthema, wo viele kommen, ich weiß nicht, ob ich mich impfen lassen soll oder nicht impfen lassen soll, weiß ich überhaupt, brauche ich die Auffrischimpfung und vor allem, ab was für ein Alter? Es kommen viele, um sich beraten zu lassen, wie das jetzt wirklich ist. Wir haben jetzt eine nationale Empfehlung vom Nationalen Impfgremium, die interessanterweise von vielen anderen europäischen Ländern abweicht, nämlich viel großzügiger und weitläufiger ist. In nordischen Ländern zum Beispiel wird ja unter 18 gar nicht mehr geimpft jetzt, Dänemark zum Beispiel. Also bei mir ist es so, dass die Leute sich ganz genau beraten lassen, die Pros und Cons hören wollen. Und die Risikogruppen, speziell die Älteren, für die ist es durchaus sinnvoll, sich auffrischen zu lassen. Ältere, damit meine ich speziell Leute, die 70, 80 sind und auch eine Angst haben vor einer Infektion. Jetzt hat ja sogar der Bundespräsident jetzt Corona, ja, also auch geimpft, nehme ich an. Und hat Corona, ich wünsche ihm auch hier an dieser Stelle einen sehr milden Verlauf. Auch von mir aus. Aber da sieht man natürlich, also gerade dieser Politikerjob, der bringt es natürlich auch mit sich, dass man da sehr, sehr viele Kontakte hat. Da war halt irgendeiner dabei, der halt Corona in sich dran hat, ne? Genau so ist es. Das ist der beste Beweis dafür oder der politische Beweis dafür, dass die Infektion nicht verhindert werden kann durch die Impfung. Aber wie gesagt, die Leute informieren sich schon genauer und die allgemeine Impflust ist hält sich sehr in Grenzen, muss man sagen. Was ich Sie noch fragen wollte, weil in meinem Bekanntenkreis das momentan wirklich grassiert, sind wir aufgrund dieser langen Abgeschottetheit, die wir erlebt haben, und der Maskenpflicht und der massiven Vorsichtsmaßnahmen jetzt empfänglicher für andere Erkältungskrankheiten? Oder kann man das so überhaupt nicht sagen? Oder ist es nur Zufall, dass jetzt viele an Erkrankungen von Mittelohrentzündung, Stirnhöhlen, Nebenhöhlen und so weiter jetzt wirklich leiden und wir das so im Umfeld massiv hören? Ja, das ist zum Teil Zufall, zum Teil auch gemacht durch Lockdowns, durch restriktive Maßnahmen, durch Distanzierungen, weil wir haben ja verschiedene Anteile des Immunsystems und der angeborene Anteil des Immunsystems, den wir mitbekommen, der braucht das sogenannte Immuntraining. Das wird zwar immer wieder in Abrede gestellt von einem Teil der Mediziner, Immuntraining sei ein Unsinn, aber wenn man sich die Literatur anschaut und das googelt einmal, die Worte Immunsystem und Training, dann gibt es schon eine Tonne von guten und sehr guten, validen wissenschaftlichen Arbeiten, dass gerade das angeborene Immunsystem immer wieder Kontakte mit Fremdmaterial, also mit Antigenen braucht, um überhaupt aktiviert werden zu können. Das heißt, wir brauchen den Kontakt mit Keimen, um das Basisimmunsystem, das ist das angeborene Immunsystem überhaupt erhalten zu können. Und das adaptive Immunsystem, das sich im Laufe der Jahre heranbildet, das ist das zweite große Standbein des Immunsystems.
Das kann auch durch Infektionen getriggert werden, immer wieder auftrainiert werden, indem die Keime in den Körper eindringen und dann eine Antikörperantwort hervorrufen. Das ist einfach das Wesen des Immunsystems. Das ist so wie eine Armee, die sofort aktiviert wird, wenn jemand über die Grenze kommt, geht die Armee in den Einsatz und fängt die Eindringlinge ab. Funktioniert in Österreich nicht ganz gut, habe ich mal sagen lassen, aber es ist ein anderes Kapitel. Aber das Immunsystem braucht eben seine regelmäßige Kontaktnahme mit fremden Substanzen. Aber prinzipiell ist jetzt natürlich diese Feuchtigkeit, diese Kälte, man geht ja nur oft, versucht eben möglichst wenig Zeit im Freien zu verbringen, wenn man berufsmäßig unterwegs ist. Aber da ist man natürlich schon besonders anfällig durch diese Feuchtigkeit, Kälte. Wie kann man sich da besser schützen? Soll man da schon vorweg was einnehmen? Soll man da ja irgendwie medikamentös vorsorgen? Also die Vorsorge hinsichtlich des Immunsystems ist immer eine Frage, die täglich gestellt wird in allen Ordinationen, wahrscheinlich nicht nur in meiner, weil man sich halt natürlich schützen will. Ja. Vitamin C ist ganz gut, aber auch nicht das Allheilmittel. Überhaupt eine gesunde Ernährung, eine gemüsereiche, vitaminreiche Kost ist wichtig. Die frische Luft ist wichtig. Wir wissen aus Studien, dass kalte, frische Luft das Immunsystem im Nasen-Rachensystem im Raum fördert, also dass da Antikörper gebildet werden. Deswegen ist es auch gut, in der Kälte sich draußen zu bewegen. Also man soll nicht unbedingt nur im Fitnesscenter seinen Sport machen im Winter, sondern durchaus auch rausgehen, schnellen Spaziergang, einen Lauf, marschieren in der Natur. Das ist gesund. Das ist nicht nur banale Weisheit, sondern das ist auch medizinisch belegbar und beweisbar. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema, nämlich jetzt bei den Christkindlmärkten ein großes Thema und natürlich auch bei den Weihnachtsfeiern. Wie viel Alkohol ist gut und wie vermeidet man oder wie gut kommt man mit dieser Völlerei zu Rande? Und da freue ich mich, dass Dr. Markus Franz wieder bei mir ist. Herzlichen Dank fürs Dasein. Gerne. Gehen wir gleich rein. Dieser Punsch, der da überall angeboten wird, wie gesund oder wie schädlich ist das oder hängt das wieder wie immer an der Dosis? Es hängt wie immer an der Dosis und an der persönlichen Verträglichkeitssituation. Es gibt gewisse medizinische Empfehlungen zur Menge von Alkohol, die täglich bekömmlich ist. Da gibt es die sogenannte J-Kurve. Aha. Das ist die Kurve. Ja. Gewisse Menge von Alkohol kann sogar förderlich sein und dann kehrt sich das J aber um, wird diese J-förmige Kurve, und dann geht es hinauf, dann wird es riskant. Und die tägliche Menge, die bekömmlich sein kann, ist relativ wenig. Das liegt beim Mann, das ist ein Unterschied zwischen Mann und Frau, das kann man auch nicht gendern, kann man nicht gleich machen. Die Frauen vertragen einfach generell weniger Alkohol als Männer. Die liegt bei Männern bei ca. 20 Gramm, 30 Gramm Alkohol am Tag. Das wäre? Entschuldigung, bis zu 60 Gramm Alkohol und bei den Frauen bei 20 bis 30 Gramm. Mhm. Manche Studien sagen auch 40 Gramm Alkohol. Das ist ganz schön ein Unterschied. Das ist ein Unterschied von einem Drittel circa. Um das einfacher darzustellen, ein Mann vertragt 1 bis 2 Bier am Tag relativ problemlos, eine Frau 1 bis 2 Achteln Wein. Da müssen manche schon in der Früh dann eigentlich aufhören, ne? So ist es. So ist es. Und generell kann man sagen, dass diese geringe Dosis gewisse Bekömmlichkeit vermutlich nach den existierenden Studien mit sich bringt. Für Herz-Kreislauf-System, auch für die Verdauung, fürs Wohlbefinden, für die Entspannung. Alkohol ist ja auch ein soziales Mittel. Also für die Bierindustrie und die Werbewirtschaft, also 1, 2 Bier sind durchaus vertretbar. Das kann man medizinisch vertreten. Alles, was darüber hinausgeht, wird gefährlich. Es gibt auch neue Studien, die sind in Deutschland interessanterweise gemacht worden. Da ist festgestellt worden, dass eine Alkoholmenge von mehr als 100 Gramm pro Woche die Lebenserwartung verkürzen kann. Das ist doch wieder deutlich weniger als die bis jetzt gültige Empfehlung von 1 bis 2 Drinks am Tag. Also Männer 2 bis 3, Frauen 1 bis 2. Das ist weniger. Womit man aber dem Ganzen entgehen kann, ist Abstinenz. Nicht für immer, aber immer wieder. 2 alkoholfreie Tage pro Woche ist eine absolute Empfehlung, die man in verschiedenen Literaturen dieser Welt findet, auch in verschiedenen Zivilisationen. Es gibt auch Zivilisationen, die gar keinen Alkohol trinken. Ganze Weltteile, da ist Abstinenz das Gebot. Muss nicht unbedingt sein, aber man sollte immer wieder mal Abstand nehmen vom Alkohol. Und speziell jetzt in der Zeit, wo der Punsch, der Punschstandl gern aufgesucht wird und wo die Weihnachtsfeiern ja von jedem schon erwartet werden, weil da kann man auf Kosten der Firmen sich einmal einen umhängen, auf gut Wienerisch. Aber das sollte man danach dann ein bisschen sich zurückhalten, weil jede Weihnachtsfeier zu besuchen, auf die man eingeladen ist und sich dort immer Vollgas bis 3 in der Früh zu bewegen, ist vielleicht nicht so gesund auf Dauer. Da gibt es ja im Volksmund immer diese Weisheiten wie, naja, also 3, 4 Achteln Wein am Tag, das ist sogar gesund.
Das wäre dann eigentlich schon weit drüber. Ey. Das ist weit drüber. Es hat ja mal den berühmten Professor Prokop gegeben, den die Älteren unter uns noch kennen, Sportmediziner und ein sehr angesehener Internist in Österreich gewesen, der auch die Sportler beraten hat. Der hat gesagt, ein paar Tönen am Tag ist kein Problem, ist sogar zu empfehlen aus seiner Sicht. Also das war eine frühere Sichtweise, die man heute nicht mehr so anhängt, weil Botelle, das sind doch drei Viertel Wein. Das würde ich als maximale Obergrenze ansehen für jemanden, der gut gebaut und gut konstituiert ist. Aber ich glaube, dass diese Empfehlung heute so nicht mehr abzugeben ist. Was erzeugt es aber, wenn es mehr ist? Das ist ja auch wichtig, dass wir unseren Zusehern sagen, Achtung, ja, wenn man das überschreitet, nämlich auch regelmäßig überschreitet, was hat das da für Folgen? Man muss sich immer selber die Frage stellen, wie schaut es aus mit meinem eigenen Alkoholkonsum? Nehme ich jeden Tag Alkohol zu mir? Brauche ich das am Abend, um einschlafen zu können, um mich entspannen zu können? Brauche ich das in einer sozialen Situation? Kann ich weggehen auch mit einem Obigspritzt oder mit einem alkoholfreien Bier, das zunehmend ja jetzt modern wird? Da hat sich der Umsatz versiebenfacht in den letzten 10, 15 Jahren, habe ich jetzt gelesen. Also wir haben 20% vom Bierumsatz wird mit alkoholfreiem Bier gemacht. Mhm. Aber die wichtigste Frage ist, die man sich selber stellen muss, weil wir haben doch zwischen 700 und 900.000 alkoholgefährdete Österreicher. Sehr viel. Ja. Sehr viel. Die wichtigste Frage ist, kann ich auch ohne Alkohol ein paar Tage oder ein paar Wochen sein? Geht mir das ab? Weil wenn ich das Gefühl habe, ich will nicht weggehen ohne Alkohol und ich treffe mich lieber nicht, wenn da nichts ausgeschenkt wird, dann hat man schon ein Problem. Das muss man sich auch eingestehen. Dann sollte man sich mit dem auseinandersetzen. Ich bin dann immer schon ein bisschen entsetzt, wenn es von Politikern hört, ich brauche dann eine Flasche Wein zum Runterkommen am Abend. Also wenn man dann schon selber sagt, ich brauche das zum Runterkommen, das ist ja dann schon eigentlich ein Alarmsignal. Das ist ein Alarmsignal, weil da wird der Alkohol sozusagen als Medikament eingesetzt, als Entspannungsmedikament. Das ist ja auch ist. Der Alkohol wird ja auch zur Entspannung und zur Erheiterung genommen. Das ist also ein soziales Schmiermittel, wo man sich zuprostet, wo halt ein Holodaro dann entfacht werden kann. Aber wir erleben durch die Gesundheitsbewegung der letzten 10, 15 Jahre schon auch einen Gegentrend, dass immer mehr Leute sagen, ich trinke nichts und ich gehe jetzt weg und ich trinke nichts und ich trinke gezielt einmal nichts. Viele Leute halten auch dann die Fastenzeit ein und trinken einmal 40 Tage nichts. Viele Leute machen das auch, dass sie sagen, zwei, drei Tage in der Woche trinke ich absolut keinen Alkohol. Und dadurch kann man sich schon einmal auch erstens einmal selber testen, wie weit ist man überhaupt gefährdet, abhängig zu werden. Und man ist auch in der guten Position, durch diese Karenztage oder Abstinenztage ein gesünderes Leben zu führen. Wie ist es jetzt am Bundstand? Ja, da ist ja lustig, man hat eine riesen Gaudi und dann will einer nur einen Punsch und einer sagt, okay, die nächste Runde zahlt dann eh und dann nur einmal. Dann hat man schon drei Punsche eigentlich. Ja. Dann sollte man gehen. Oder einen Kinderpunsch trinken. Oder einen Kinderpunsch. Aber drei, jetzt Bärenpunsch oder was der Turbopunsch ist, dann wahrscheinlich besonders heftig. Das ist dann eigentlich über dem täglichen Limit. Das ist über dem täglichen Limit. Wenn man allerdings nicht täglich zum Punschstand jetzt geht, die nächsten sechs Wochen, dann macht es nichts. Wenn man dann die Pause ja, Punschmarathon macht. Aber viele gehen halt täglich dann vorbei, weil es ist ja überall dann ein Punschstandl. Man ist jetzt gern wieder unter Leuten, weil man hat ja die letzten Jahre durchaus soziale Restriktionen in Kauf nehmen müssen, aus den bekannten Gründen, Corona etc. Also das wird heuer sicherlich, glaube ich, an Bedeutung wieder gewinnen und die Leute werden gern zum Punschstandl gehen. Man sollte immer mit Maß und Ziel vorgehen. Das ist schwer, weil es natürlich die Hemmschwellen auch brechen, wenn man mal beim Punschstandl steht und einer sagt eben, jetzt die nächste Runde geht auf mich und auf einmal ist 12 in der Nacht und man hat einige Punsch in sich und die sind vielleicht mit viel Zucker versehen und das macht auch dann... Das kommt dann auch noch dazu. Das kommt dazu, dass die nicht unbedingt immer optimal in der Qualität sind, also kommt auch immer auf die Menge drauf an. Und dann hat man am nächsten Tag so einen Schädel und dann neigt man vielleicht dazu, das sogenannte Reparaturseidel sich einzuverleiben. Da kommt man dann in Dimensionen, die sind dann nicht gut für den Apropos Körper. Qualitätsfrage, da kommen wir gleich zum nächsten Thema, zu den Weihnachtsfeiern, wo ja jede Firma dann das organisiert und großes Essen, großer Ra, auch natürlich wieder Alkohol, auch wieder Völlerei, viel Essen. Kann man da jetzt medikamentös eigentlich vorsorgen, wenn man so einen Abend vor sich hat, dass man da so Aspirin C schon vorausnimmt oder gibt es da irgendeinen Tipp von Ihnen? Ja, das sind, wie soll ich sagen, volksmedizinische Empfehlungen, die es schon sehr lange gibt, dass man sich zu Hause ein Aspirin einwirft, Aspirin C nimmt oder Paracetamol oder eines dieser Grippe- und Schmerzmittel, um den Kater zu vermeiden. Das kann manchen helfen, weil es die Entzündungsreaktionen und Schmerzreaktionen abdämpft. Aber das ist ja halt da so eine Gratwanderung auch aus ärztlicher Sicht.
sollte man vorsichtig man sein. Man sollte vorsichtig sein. Ich glaube, ich würde das besser im Nachhinein tun, wenn ich wirklich so einen schweren Kater habe oder schwer Kopfe von einem Punsch, der nicht ganz optimal zusammengemischt ist, dann ist es zu empfehlen natürlich, so etwas einzunehmen. Aber im Vorfeld Medikamente zur Vorbeugung einzunehmen, damit ich mir mehr einfüllen kann, ist medizinisch problematisch. Gibt es eigentlich eins der Festessen, die auch für unseren Magen besonders belastend sind? Ich denke jetzt, man will sich ja gerade jetzt zu Weihnachten oder zu Silvester was besonders Gutes genehmigen, an Karpfen, die sind vielleicht ein bisschen höheren Fettanteil, haben die. Gibt es da irgendwie eine Speise, wo Sie sagen, ich persönlich würde raten, das ist ein bisschen gefährlich? Na, grundsätzlich, wenn man es vertraut, glaube ich, kann man alles essen. Ja. Es ist halt immer eine Frage der Menge. Und auch eine Frage der Qualität, wer kocht und weiß ich, was der hineintut in die Panier vom Karpfen zum Beispiel. Ja. Ein Panier kann super gelingen und kann edel sein und gut. Und ein Panier kann einem 24 Stunden im Morgen liegen, sodass man sagt, puh, den nächsten Karpfen nicht vor Weihnachten 2025. Also das muss man im Vorfeld wissen und sich erkundigen und schauen. Am besten die Mama macht's. Und dann sich gleich jetzt zu überlegen, Sportprogramm zusätzlich, das wäre nicht schlecht dazu, oder? Absolut, absolut. Also für jeden Kater, den man sich zuzieht, sollte man eine Stunde laufen gehen. Das kann man sich selber mit sich so ausmachen und dann tut man sich was Gutes. Na, sehr gut. Na, hoffentlich haben Sie keinen Kater nach der nächsten großen Weihnachtsfeier oder nach dem nächsten Punschausflug am Christkindlmarkt. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute auch für die nächsten Tage. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Und wie immer sage ich, bleiben Sie gesund.